Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hörst du das? Das kennst du sicherlich, oder? Ja, genau. Das Erdinger Weißbier feiert 130 Jahre und anlässlich dieses Jubiläums gibt es einen neuen TV-Spot. Welchen? Den zeige ich euch heute in der Folge und natürlich auch Interview mit dem Geschäftsführer, dem Inhaber und der Markenbotschafterin. Ich bin gespannt, ob euch der neue TV-Spot genauso gut gefällt wie mir. Ab in die Kommentare, ich bin gespannt. Wie ist es für Sie als Inhaber? Die letzten Jahrzehnte sind in der Medienwelt so, die haben sich so stark verändert. Wie haben Sie sich da angepasst in der Zeit? Na, wir haben ein sehr gutes Team, die sich da sehr gut auskennt. Also unsere ID-Leute oder EDV, haben wir früher gesagt, wir haben junge Leute da, die sich auch sehr gut auskennen, da haben wir eine tolle Mannschaft beieinander. Ich meine, ich bin von der traditionellen Seite her, die Medien und so weiter, sind ja unheimlich wichtig. Und ich bin ja immer da zum Gespräch bereit und versuche, sagen, dass wir ehrlich sind, dass wir wahrhaftig die Dinge rüberbringen, auch wenn es einmal ein Problem gibt und so weiter. Das ist eigentlich das Einzige, was ich immer versuche, dass wir das hinbringen. Aber von der Technik selber her, da sind wir ziemlich gut drauf. Wie gehen Sie als Geschäftsführer an so ein Projekt wie einen neuen TV-Spot ran? Wie viel Vorbereitungszeit ist das und wie viele Menschen sind da eigentlich involviert, bis dann so ein toller Spot später dann eigentlich on air gehen kann? Wir wissen, dass wir ein Ziel haben, eben heuer 130 Jahre Erdinger Weißbier. Und zu diesem Thema wollten wir auch einen Film bringen, der das einfängt. Und dann setzen wir uns im Haus zusammen. Wir machen sehr viel kreative Arbeit selber im Haus. Schauen uns das an, was wir gehabt haben, was daraus die besten Momente sind, um unsere Emotionen zu übertragen, um die wieder an das Publikum zu transportieren. Holen uns dann unseren Regisseur dazu, den Steinbichler Hans, mit dem wir schon viele Jahre arbeiten, der ein sehr gutes Gefühl hat für das, was wir wollen, der uns versteht, der zuhört und der auch in der Lage ist, das umzusetzen. Und dann binden wir den mit einem sagen, Mensch Hans, das wären die Themen. Wie könntest du dir vorstellen, dass wir da operieren, dass wir das miteinander machen? Und dann gibt es dann, sage ich erstmal, ein Skript drüber und dann ein Storyboard und dann gehen wir an das Thema ran und sagen, okay, die Locations haben wir, auch bei uns selber, wir haben die Mitarbeiter, wir haben den Inhaber, dann klärt man das ab, wir alle mitmachen, wer bereit ist, das zu tun und unsere Botschaft zu transportieren und dann geht's los. Wie lange hat das ungefähr gedauert? Von der Idee bis jetzt im Endeffekt der fertige Spot produzieren konnte? 4 Monate. Und grob, wie viele Menschen waren involviert? Bei der Kreation oder danach? Komplett alles. Komplett alles mit den Darstellern, mit unseren eigenen Leuten. Ich würde mal sagen 50. Ja. Geschätzt, es wäre falsch, mich jetzt da festzunageln, bitte. Ich nagel sie nicht fest. Vielen herzlichen Dank. Magdalena, wie ist es denn für dich als Markenbotschafterin für das Erdinger Weißbier tätig zu sein? Ich meine, ich bin jetzt schon lange mit im Team mit dabei, wie Herr Brombacher so schön angesprochen hat. Und er hat es vorhin eigentlich ganz schön rübergebracht. Wir sind uns einfach sehr ähnlich. Wir sind bodenständig beide, glaube ich. Wir haben sehr ähnliche Wertvorstellungen. Und wenn wir uns anschauen, dann wissen wir, was der andere braucht. Das ist einfach schon ein sehr freundschaftliches und enges Verhältnis da. Und von daher macht es mich einfach unheimlich stolz, beim Erdinger Team mit dabei zu sein als Markenbotschafterin. Und auch über meinen Sport hinaus. Ich habe eigentlich damals, als ich aufgehört habe, mir gedacht, jetzt ist halt diese Zeit einfach vorbei, dass man halt eben zu den Firmen gehört und da eben im Team dabei ist. Aber es ist eben nicht so. Und das zeigt mir einfach auch, dass ich nach wie vor zu dieser Erdinger Familie dazugehöre. Egal, ob ich nur schnell laufen kann und gut schießen kann, sondern einfach, weil ich bin. Ja. Wir von Erdinger wissen, Deutschland ist schön und Bayern unsere Heimat. Seit 130 Jahren brauen wir mit Begeisterung ein Weißbier, das einzigartig ist. Mit Leidenschaft fühlen wir uns der Tradition und dem Genuss verbunden. Ich bin ein Brauer mit Leib und Seele. Ihr Erdinger Weißbräu, eine Privatbrauerei seit 130 Jahren. Ja, liebe Freunde von Monaco Deluxe, das war die neue TV-Spot-Premiere vom Erdinger Weißbier. Und wir feiern jetzt nicht nur die Premiere, sondern auch 130 Jahre Erdinger Weißbier. Herzlichen Glückwunsch vom ganzen Monaco Deluxe-Team. Und zum Trinken haben wir schon mal was da. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Süddeutschlands. Wie kam die Idee zustande?
Na, der Wunsch, einen Private Members Weinclub in Zeiten der sozialen Mediaüberflutung zu machen und eine Stätte für die Begegnung zu schaffen, eine Bühne für Begegnung.